Herzlich willkommen. Wir haben heute Brigitta Rudolf bei uns. Die hat ihr Buch rausgebracht, Katze für Anfänger. Brigitta, du hast eine ganz besondere Beziehung zur Stadtbücherei Bad Oeynhausen. Ich habe vor Jahren hier mal gearbeitet. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich kann mich daran erinnern, das stimmt. Ja, ne? Wir waren Kollegen. Genau so ist es. Katze für Anfänger, berichtet von deiner Katze Teddy. Wie bist du auf Teddy gekommen? Also wir haben, unsere Tochter hatte ihren Kater im Urlaub bei uns gelassen und dann hatten wir das Gefühl, wir brauchen eine eigene Katze. Und dann wurde unser Teddy in der Zeitung vorgestellt und das war Liebe auf den ersten Blick. Genau. Und das ist ja schon eine ältere Katze gewesen? Ja, oder? Teddy war 10 bis 13 laut Tierheim, genau weiß man es nicht, aber er hat es schwer. Er war vorher bei einer Katzensammlerin und dann im Tierheim 1,5 Jahre und bei uns dann leider nur 8 Monate, dann ist er überfahren worden zu meinem ganz, ganz großen Kummer. Und deswegen hast du das Buch geschrieben? Richtig, ich wollte ihm ein kleines Denkmal setzen und auch auf das Tierheim ein bisschen aufmerksam machen. Da sind so viele tolle Tiere, die es alle wert sind, ein schönes und liebevolles Zuhause zu kriegen. Und unser Teddy, denke ich mal, war schon glücklich bei uns. Leider eben zu kurz. Ne? Jetzt ist Teddy ja eine schwarze Katze gewesen, man sieht das auch ganz gut auf dem Cover. Wie ist das denn so mit dem Aberglauben? Also ich finde, schwarze Katzen sind hinreißend und sie bringen Glück und Segen, jedenfalls bei uns. Und ich hoffe und denke jedem anderen auch. Und ihr habt ja jetzt wieder eine Katze, die ist auch schwarz. Genau. Ja, ist sozusagen sein Ebenbild, hat nur ein ganz kleines weißes Medaillon vor der Brust. Und das war sein größter und letzter Liebesbeweis, weil nach seinem Tod hat er mir wirklich 14 Tage seine Grüße geschickt. Und um mich zu trösten, denke ich mal, hat er uns einen Nachfolger zukommen lassen. Und habe ich gehört, sitzt ja auch schon an dem zweiten Buch über Johnny. Genau. Jetzt hast du Katze für Anfänger. Wird das dann Katze für Fortgeschrittene? Vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Ich weiß es noch nicht genau, wie der Titel sein wird. Mein Mann hatte vorgeschlagen Katze Nummer 2. Aber wir sind uns noch nicht einig, wie das nun heißen wird. Das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall muss Johnny auch ein Denkmal haben. Besser gesagt zu Lebzeiten. Ne? Ja. Das ist mir noch wichtig. Schön. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns das Buch heute mitgebracht hast in die Stadtbücherei Bad Oeynhausen und uns hier für ein paar Fragen zur Verfügung standest. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, noch vielleicht bevor das zweite Buch rauskommt. Das wäre schön, würde mich auch freuen. Danke, Juliana. Danke.